Svayamvara. Kurze Erläuterung des Sanskrit-Begriffs Svayamvara als Teil des Yogavidya Multimedia Sanskrit-Wörterbuchs www.yoga-vidya.de. Svayamvara heißt Selbstwahl. Vara heißt hier Wahl, Svayam heißt selbst. Svayamvara, die Selbstwahl. Svayamvara heißt, man wählt selbst. Svayamvara kann sich auf vieles beziehen, aber Svayamvara heißt insbesondere, wenn eine Frau selbst ihren Mann aussucht. Im alten Indien gab es verschiedene Weisen, wie Menschen zusammengefunden haben, um zu heiraten, Familie zu gründen. Da gab es arrangierte Hochzeiten, wo vielleicht aus politischen Gründen Könige ihre Kinder miteinander verheiratet haben oder Adlige. Es gab Hochzeiten, die von dem Ayurveda-Experten und mit dem Jyotish-Experten irgendwo arrangiert wurden, wo Menschen aus Horoskop und ihrer Prakriti und ihren Doshas heraus zusammengeführt wurden, in der Hoffnung, dass die besser miteinander harmonieren. Gut, es gab auch solche Fälle, wo ein König, der den Sieg in einer Schlacht gewonnen hatte, dass er selbst sich dann die Frauen geholt hat, die er wollte, und seinen treuesten Kriegern auch weitere Frauen gegeben hat. Die höchst angesehene Brautwahl war aber, dass die Braut sich selbst den Bräutigam ausgesucht hat. Das war Svayamvara. Und insbesondere große Könige oder auch reiche Menschen, die haben Svayamvara durchgeführt. Sie mussten ihre Tochter nicht irgendwo nutzen, um selbst Macht zu bekommen, sondern sie haben der Tochter Freiheit gegeben. Svayamvara konnte wiederum auf verschiedene Weisen ausgeführt werden. Also sehr bekannt in der indischen Mythologie, zum Beispiel aus Ramayana und Mahabharata, ist, dass dort der König in Absprache mit seiner Tochter dort eine Art Wettbewerb gemacht hat. Das heißt, es gab so eine Art Turnier oder Wettbewerb, wo dann gesagt wurde, bei diesem im Wettbewerb wählt dann die Braut selbst aus, wen sie besonders mag. Das heißt nicht, dass der Sieger des Turniers oder des Wettbewerbs automatisch der Bräutigam wurde, sondern die Braut oder die potenzielle Braut, die Frau, konnte die anderen dann sehen und hat dann selbst ihre Wahl getroffen. Gut, manchmal waren auch die Svayamvaras, da war die Frau und die Tochter und die hat mit allen mal kurz gesprochen, alle wurden ihr vorgestellt und nachher hat sie ihre Wahl getroffen. In gewisser Weise ist das wie heutzutage Speed Dating, nur dass danach auch eine Entscheidung getroffen wurde. Die Braut konnte auch noch entscheiden, dass sie ein oder zwei oder drei noch ein paar Mal sehen würde und hat dann Svayamvara ihre Brautwahl getroffen. Glücklicherweise sind heute alle Partnerschaften, mindestens im Westen, Svayamvara aus Selbstwahl heraus getroffen. Zwar zeigen empirische Studien, dass die Wahl durch die Eltern oder den Astrologen der Partner nicht unbedingt schlechter ist, als wenn die Menschen sich das selbst aussuchen. Aber für jemanden, der im Westen aufgewachsen ist, ist es sicherlich so, dass wir sehr froh sind, dass wir selbst auswählen können, mit wem wir zusammen sind, ob wir überhaupt zusammen sind und wie lange man mit jemandem zusammen ist. In diesem Sinne, heutzutage Svayamvara selbstverständlich. Im alten Indien war es eine der verschiedenen Möglichkeiten, wie Paare zusammengefunden haben.